Good morning, von dir ist Tag Nummer 43 in dieser Serie Jesus als Peter. In der letzten Andacht haben wir geredet von der Versprechung, die Gott von Abraham gegeben hat, über die wir ein besonderes Ding, was eine Versprechung wird, die Gott gegeben hat, was das wichtigste Port ist von alles. Und dort ist das Segen, was so durch am Kommen für die ganze Welt. Und dort ist der Messias. Hei wie der Segen, dort ist das wichtigste Port von alles, was Gott gesagt hat. Ich habe dir gesagt, die sollen 1. Mose Kapitel 15 noch lesen. Und dort ist wichtig, wegen von dir, was wir reden, von was in 1. Mose Kapitel 15 passieren wird. Nun, was ich von dir will gleichen zu tun, ich will dann Hebräer lesen tun. Dort ist, ich will gleichen, dass ihr Schicht in 1. Mose 15 mal von reden und sagen, was passieren wird zwischen Gott und Abraham in dort Kapitel. Nun, in Kapitel 12 in 1. Mose, tut Gott Abraham ein Versprechen geben, was er wird tun. Über mehrere Jahre sind vorbeigegangen, und Abraham hat noch keine Kinder. Abraham fragt Gott nicht dit. Er sagt, ein von meinen Diener, der wird alles oben, was er kann, wegen er kann kein Sehen. Und Gott sagt, no, du wirst ein Sehen haben, das soll von die Salz kommen. Dort wird ein Versprechen. Und dann werden du auch viele andere Versprechungen, was er auch wahr sein wird. Nur dort, wo Gott hat diese Versprechungen wahr zu Abraham gegeben, dann merkt er auch ein Eid oder ein Bund mit Abraham taub. Und hier ist dann, was passieren wird. Gott sagte Abraham, er soll ein Häckling nehmen, eine Kalb und auch ein Bock und dann noch zwei Düven. Und er soll alle Tiere, bittere Düven, in die Hälfte schneiden und die dann durch so ein Portline durchbeirrt, dass du ein Stich zwischen wirst. Und bloß die Düven, die er dann eins an der linken Seite und eins an der rechten Seite. Und nur dort sagt er, dass Abraham wie in einer tiefe Schlug hineingefallen ist. Und du weißt Gott an was schreckliche Dinge. Er weiß an Dingen vertraut, wo denen sie nun kommen, die Israeliten. Die wurden dann in der Zukunft versklavt worden für viele Jahre. Und nun zu derselben Zeit die Verhubungen sagen, er würde in die Ola Grüt bringen und Trei bringen, nur das Land Kanaan, wo Abraham nun war. Und dort wurden sie dann Ola Oven. Und nur dort, dann werden du gekriegt durch die Tieren, wo Abraham heute geschlacht, du würdest dann du lang, und dort Stich werden zwei Dinge, wo du darfst dort Stich gehen dein, wie ein Viertab und auch ein Vierstock. Der jingen du so darfst, und dann sagst du, und den da steht Gott ein Bund merken mit Abraham. So hat er das nicht bestätigen, alles, was er hat gesagt. Nun, was ist die Bedeutung mit dir? Wovon Menschen würden ein Bund merken, vielleicht ein erster Bund, das hier wird von dir redet. Menschen würden dann ein Tier schlachten und dort eine Hälfte schneiden und dort du dann hineinlegen ab ihr. Dann würden beide Seiten von diesem Bund, die würden du sie dann durchgehen. Und dort meint so viel, dass wenn einer von dir nicht würde hören, was die haben versprechen, dass so so wollen mit ihr, als mit diesen doden Tieren, was du so legen dürfen. Nun aber wird Gott der du an dort Stich gehen, der zwischen den doden Tieren. Abraham deit gleich. Gott leitet gleich, dass Abraham deit. Gott deit das selbst, und das bedeutet so viel, dass Gott deit ein Bund mehr, ein Eid mehr, auf sich selbst, und dass wir alles aufhängig und arm, was so passiert, nicht an den Mensch. So, nun, dass wir diese Geschichte in Beklore haben, nun werden wir Hebräer Kapitel 6 lesen, Vers 16 bis 18. Menschen merken den Eid, besonders der gerade ist, aus sie selbst sind. Und der Eid ist eine starke Bestätigung und merkt dadurch alle Streiterei ein Eng. Deswegen hat Gott auch sein Versprechen bekräftigt mit einem Eid. Damit will er die Ohren von seinen Versprechen dort sehr klar merken, dass es ganz sicher so bleiben wird. So sind du Treuerlehrer, die nicht ändern. Willst du das allmählich durch Gott lehnen wird, womit wie viel Mut nehmen kann, uns an die Hoffnung zu hören, die uns angeboten ist. So nun weit ihr, von was das hier so reden wird in Hebräer. Das redet von dem Eid, was du in Kapitel 15 in 1. Mose gemerkt worden wird. Das sagt, Menschen, die tun ein Eid merken, ob sie gerade sind, aus sie sind, dem dort bestätigen oder bekräftigen, was die haben gesagt.
Und den Eid merkt der Streit reden eng. Wenn du hast den Eid gemerkt, dort stand vorrecht. Keine Berücksicht über den Streit. Nun aber, wo Gott schön merkt, dort den Eid, aber das Versprechen, was er heute gibt, ganz sicher wird, und so heute das Bund bloß auf sich selbst merkt, dort nicht aufhängig wird und Menschen, die fehlerhaftig werden. Gott möchte versprechen, er möchte den Eid oder den Bund auf sich selbst, und Gott kann nicht legen, so dass das hier so sein wird, und so wird es ganz sicher, dass das Wort passieren. Nun morgen wollen wir wieder gehen mit dem, aber von dem habe ich war bloß eine Abruf verjüngt, und dort ist, dass ich bloß war dann 1. Mose Kapitel 15 lesen, von wo diese Geschichte kam. Jesus ist die Erfüllung von dem alten Bund. So wie man die Geschichten vom alten Bund, von dem Alten Testament kennenlernen, doch wir weiten dann, wo Jesus die Erfüllung wird. So lest das Kapitel, wir sehen uns morgen zum Morgen weiter. Mach Gott ihn segnen.